Ein neuer Tag, eine neue Woche, eine neue Mission, Crusader No Regret. Hallo, hallo. Und grüßt euch alle zur neuen Mission von Crusader. Das ist Mission 5, wenn ich mich recht entsinne. Und in der letzten Mission haben wir uns ein wenig in die Datenbank des LMC-WEC reingehackt, um herauszufinden, wo sich einige Gefangenen des Widerstandes befinden. Und wir reden gleich mit unserem momentanen Chef Shepard in einem kleinen Augenblick. Kurz noch als Resümee zur letzten Mission. Wir haben dort auf dem Bildschirm einen Gefangenen gesehen, den wir aus dem ersten Teil kennen, und zwar Colonel Eli, unser damaliger Vorgesetzter, der irgendwann verschwunden ist, vermutlich gefangen genommen und der zweifelsohne hier irgendwo auf der Mondbasis rumlungert. Und deswegen hören wir uns mal kurz an, was Shepard uns zu sagen hat. Wir haben die Daten, die Sie lieferten, analysiert. Die Gefangenen befinden sich auf Ebene 4. Ich programmiere die Schnellbahn, sodass Sie möglichst schnell rankommen. Sie müssen dort mit scharfen Sicherheitsmaßnahmen rechnen. Es ist nur Hochsicherheitszone, seien Sie auf alles gefasst. Danning hilft Ihnen von hier aus, so gut er kann. Viel Glück. Jawohl, Chef. Auf geht's. Befreien wir die Gefangenen. Oh, ich habe so ein schlechtes Gefühl bei der Mission, wie, glaube ich, jetzt ab... Ja, jede Mission ab jetzt. Oh, oh, ja, und damit fängt's schon an. Veteran, gleich am Anfang. Oh Gott. Wieso mache ich das eigentlich? Entschuldigung. Missionsbesprechung. Kurz zusammengefasst. Gefangenenlager. Da sind wir. Das ist die Mission. Und da sehe ich auch schon Colonel Eli. Dat. Finden Sie die gefangenen Rebellen auf Ebene 4 und befreien Sie sie. Jawohl, das tun wir doch. Mit Vergnügen. So. Das ist ja fies. Oh, die Dinger sind schildgeschützt. Ich hasse schildgeschützte Kameras. Alles schildgeschützte in diesem Spiel. Und das ist so viel. Oh. Okay. Ja, sag mal. Ja, ich wollte ja. Danke. Gebiet gesichert. Code Rot nicht mehr gültig. Ja gut, ob das Gebiet gesichert ist, möchte ich nicht unbedingt sagen. Ah, zum Glück habe ich das mittlere Schild. Ein bisschen mehr Schüsse aushalten, bevor ich drauf gehe. Okay, das sind sicherlich Bodenplatten hier. Passiert nichts. Ha. Ich glaube, ich weiß schon, was ich machen muss. Jawohl. Okay, das Ding geht anscheinend nicht zu. Müssen wir wieder aufnehmen? Gut, kaputt. Ja, komm, das krieg ich auch noch. Hilfe! Okay, die rote Keycard habe ich definitiv noch nicht. Ah, jetzt wird's eng. Uiuiui, ich habe nur noch 4 Energiezellen. Ah, okay. Scheiße, ich habe das Teil hier kaputt gemacht. Hm. Okay. Schnell speichern. Was haben wir denn hier?
Alles klar. Ich habe die rote Keycard noch nicht, ne? Ganz vorsichtig vorgehen. Okay. Okay. Der da hinten hat Raketen. Ach du Heilige, die Zivilisten sind ja schlimmer als die normalen Leute. Heiliges Kanonenrohr. Okay, das ist ein Geschützturm. Und der ist schildgeschützt. Okay, jetzt nicht mehr. Okay. Was haben wir hier? Alles, was ich brauche. Schnell speichern. Kamera. Nein, Kruzifix. Aber ich weiß schon. Haha. Spinnenmine. Bestimmt das Ding da hinten im Eck. Ist so sicher. Hä? Ist es nicht kaputt gegangen? Na? Und? Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst. Na, also. Die sind noch schildgeschützt. Kein Laser? Oh mein Gott! Plasmawaffen haben die jetzt auch noch. Da ist der Raketenwaffe. Ja. Das wird doch kein Spaß. Ist jetzt kaputt? Achso, okay. Wir haben hier einen Safe, eine tote Frau. Henry, wir haben den Code für den Wandtresor verändert. 973. Die Sicherheitsmaßnahmen sind echt unnötig, als ob hier ein Rebell auftauchen würde. Als ob. Eine grüne Keycard und zwei Medpacks. Das ist okay. Schnell speichern. Ups. Schnell speichern. So. Aber die grüne Keycard bringt mir gerade irgendwie wenig. Oh Gott. Das sieht zwar aus wie ein... Es ist doch nur... nein, es ist nicht nur. Mann, Mann, Mann. Ah. So. Ah, wenigstens ein paar Magazine. Hey, da ist einer. Aha! Da ist noch ein Wandtresor. Okay, Schild für die Kamera ist kaputt. Aha, wie komme ich jetzt dahin? Meine Güte. Ist da vielleicht noch irgendwo was? Da ist nichts mehr. Ich will diesen... Scheiße, ich hab's gewusst. Geht der Alarm an. Code Rot. Illegales Eindringen. Danke. Ach, gut. Gesichert. Das heißt, ich hab ne... rote Keycard bräuchte ich. Na gut.
Aber irgendwie gebe ich mich damit nicht zufrieden. Habe ich die rote Keycard vielleicht aufgesammelt und ich weiß es nur nicht mehr? Ich schau mal ganz kurz zurück. Zugangskarte. Ah, hier bin ich, siehst mich nicht. Durch die Scheibe. Nun gut. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Obwohl es mich schon ein bisschen stört, muss ich zugeben. Ist hier vielleicht noch ein zweiter Computer? Auch nicht. Ach, die lebt noch. Wie konnte ich das nur übersehen? Na gut. Gehen wir jetzt einfach mal ganz normal weiter. Hauptmenü. Ich bin der Silencer. Ich bin gekommen, um euch zu töten. Treffen des Konsortiums, Konferenzsaal 1501. Ah, das ist noch ein Zibi. Okay. Was ist jetzt mit ihm los? Hallo? Vetron? Er hat eher einen Vetron. Ah. Erwischt. Die Sau. Den hat's zerfetzt. Das ist einer von diesen toten Winkeln. Da hätte ich sie einen Schalter. Ich hab's doch gewusst. Haha. Eine Kiste und ich hab sie kaputt gemacht. Super. Das war ein Raketentyp. Bin ich nur froh, dass der tot ist. Jo. Hier war's wohl, hä? Alles. Schon wieder ein Keypad. Was macht ein Keypad neben meinem normalen Schalter? Achso. Ja, ich brauche irgendwie den Code. Wo ist der Code? Was sind jetzt mal an? Andere Nachrichten. Okay. Irgendwo gibt's hier mehrere Türcodes. Ich habe keine Ahnung wo. Hier nicht, da nicht. Sicherlich da oben schon wieder irgendwas übersehen, oder? Jetzt ist das auch Schild. Ey! Ah, ich verstehe. Oh, ich habe volle Medpacks. Cool. Okay, da ist nichts dahinter. Ich traue nämlich diesem Spiel gar nicht mehr. Keinster Weise. Okay. Okay. Ich gehe erstmal da oben lang. Ich glaube, ich muss bloß die restlichen Dinger hier kaputt schießen. Jawohl, jetzt ist es aus. So, ist da oben irgendwas von Interesse? Ja, schwebende Minen. Ich wette, das Ding da oben ist einer von diesen falschen Gegnern.
Verdammt. Super. Ich verschieße hier meine ganze Munition. Okay, schauen wir erstmal, was die Dinger machen. Schnell speichern. Weil ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich denke mal, wenn ich da durchlaufe, dann werde ich verletzt. Oh Mann. Was halt so? Huh. Das sind Bodenplatten. Will ich da jetzt schon rein? Schnell speichern. Ich schaue es mir noch einen anderen Weg. Was sind das für Dinge? Na egal. Gucken wir uns mal hier um. Leco mio. Schätze mich auch weiter zu gehen irgendwie. Aha. Ja, da geht's tatsächlich auch. So. Mist, ich hätte da reingekonnt, während die Tür offen war. Scheiße. Verdammt. Verdammte Axt. Ja. Okay, was haben wir hier? Das bringt mir erstmal nicht viel. Ich will doch bloß an diesen Rechner. Okay, das deaktiviert den Alarm. Zugang verweigert. Ungültige Zugangskarte. Ah. Okay. Ich habe den Teleporter zum Waffenraum abgeschaltet, für den Fall, dass ein paar Rebellen die XP 5 stehlen wollen. Tony, da du dir ja nie etwas merken kannst, hier der neue Zugangscode 7-11. Keiler. Und er ist deaktiviert. Oh, nicht mehr. So, Waffenraum. Ich hoffe, da gibt es jetzt was Feines für mich. Wachen! Oh, geheimer Schrank. geheimer Schalter. Ey! Jetzt habt ihr auf einmal Raketen oder was? Halleluja. So. Zugriff auf ferngesteuertes Turmgeschütz. Auf ferngesteuertes Turmgeschütz. Jawoll. Sterbt alle. Okay. Das heißt so, letztendlich, ich muss das Teil hier irgendwann selbst kaputt machen. Schade. Naja. Blaue Keycard. Oh, das ist gleich hier das Geschütz. Moment. Kurz mal einen Schritt zurück. Schnell speichern. Denn das wollen wir natürlich töten. Ich habe Angst. Ist kaputt? Nein!
Es ist schildgeschützt. Nein, keine gute Idee. Ich habe kaum noch Granaten. Okay. Okay. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, jetzt läuft es ja einigermaßen hier. Also ich habe jetzt, glaube ich, zweimal die blaue Keycard. Geronimo! Oh. Sehr schön. So, was haben wir hier? Plasma pur. Gott, was habe ich jetzt alles für Waffen? Okay. Okay, das zieht an meinem Schild. Genauso wie das hier. Und das hier. Voll die Waffen. Aber mir gefallen die Waffen mit Kugeln eh am besten. Der Teleporter ist nicht an. Irgendwie muss ich das Ding ja wieder aktivieren können. Da geht nichts. Hm. Okay, jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Ich hänge hier gerade ein bisschen fest. Damit. Ha. Ach klar. Sehr schön. Ich bin jetzt auch ein bisschen in der Versuchung, anstatt hier weiterzumachen. Zuerst den Fahrstuhl mal hochzufahren. Das ist falsch. Das ist falsch, mein Herr. Was auch immer das für Dinger hier sind. Nostalgic Game, erklär mich auf. Mir fällt gerade irgendwie so auf, dass ich das Spiel echt kaum noch in Erinnerung habe. Okay, sie explodieren doch. Zumindest den zweiten Teil. Ich habe den ersten wesentlich öfter und mehr gespielt als den zweiten hier. Ja, schieß gleich auf mich. Die Frau ist gerade eben aufgestanden. Ja! So. Wo zum Henker bin ich? Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt schon lang muss. Ja, hallo? Du wirst nie gewinnen, Rebell. Der hat auch noch Raketen. Code durch illegale Eindringen. Heiliges. Dimitri, du hast unseren Sicherheitsregeln gesehen. Wir sollen die Codes jetzt jede Stunde ändern. Direktor Leech ist am Durchdrehen wegen des Silencers, der desertiert ist. Ne, der neue Code lautet 770 Alexis. Hm? Feld ist ausgeschaltet. Der Alarm ist noch an. Ah. Danke, Code Rot aufgehoben. Alles klar. Ha, noch ein Raketenwerfer. Eine ziemlich tiefer gelegte Kamera. Ha, erwischt. Okay, nicht gut. Ich hab's gewusst.
ein. So. Da geht's anscheinend wieder runter. Ah, schön, hat sie geschrien. Grüne Keycard. Überall Keycards, was ist los? Ist ja Wahnsinn. Ja, ist da ein Geschützturm? Ah nein, okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe doch nicht. Gehen wir erstmal da oben lang. Oh, dieser Satz, gehen wir erstmal da oben lang. Ich glaube, sowas kann man auch kaum noch in irgendeinem Spiel sagen. Schnell speichern. Was ist denn das hier? Fabrik oder wie? Oh, das ist ein Laser. So. Das sieht mir so nach Mech aus. Ja. Hui, hui, hui. Miau. Gut, da ist noch ein Raketenwerfer.